Wenn es eine einzige Sache gibt, die folgende Prozesse unterstützt: hemmt Entzündungen, reguliert das Immunsystem und hat einen präventiven Effekt vor Krankheiten, beugt neurodegenerative Prozesse vor, wie zum Beispiel im Fall von Alzheimer, hilft gegen Depression oder verstärkt den erwünschten Effekt von Antidepressiva auf eine natürliche Art und Weise, fördert gesunde Fettverbrennung, fördert kognitive Leistung und. Dann ist es dieses Supplement, das mein absoluter Favorite ist: Omega-3. Zahlreiche Studien haben gezeigt, Omega-3 trägt zur Erhöhung der Muskelmasse, insbesondere bei älteren Menschen, potenziell zur Trainingsverbesserung, zur Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme und Verbesserung der Gefäßfunktion, zur Steigerung der Muskelkraft, vor allem anhand von Handgrifftests gemessen, zur Reduktion entzündlicher Botenstoffe, sogar bei Asthmatikern. Omega-3-Fettsäuren kann der Körper allerdings nicht selbst herstellen. Sie müssen daher über die Nahrung zugeführt werden. Und es gibt verschiedene Arten von Omega-3-Fettsäuren. Sie unterscheiden sich vor allem anhand ihrer chemischen Struktur und der natürlichen Quelle, der sie entspringen. Zu den wichtigsten Omega-3-Fettsäuren gehören EPA, DHA und ALA. Und Omega-3-Fettsäuren sind in einigen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Besonders geeignete Quellen für Omega-3-Fettsäuren, also DHA und EPA, sind marine Produkte wie fette Fische, zum Beispiel Lachs, Sardinen, Hering oder Makrelen. Aber auch Algen liefern viel Omega-3. Deshalb ist es empfehlenswert, auch auf Fischsorten zurückzugreifen, die aus dem Wildfang stammen. Denn diese können ihren eigenen Omega-3-Gehalt über das Futter aus dem Meer, also Algen, Krill und so weiter, anreichern. Das Futter von Zuchtfischen hingegen besteht vorrangig aus Soja, Getreide oder gar anderen Fischabfällen, die kein Omega-3 liefern. Pflanzliche Omega-3-Fettsäuren, also ALA, finden sich unter anderem in Leinsamen, Walnüssen oder Raps und den entsprechenden pflanzlichen Ölen. Die gesundheitsfördernde Wirkung von ALA ist allerdings nur in geringem Maße wissenschaftlich bestätigt. Unterschiedliche Fettsäuren haben im Körper unterschiedliche Funktionen. So kann man eigentlich korrekterweise nicht von schlechten oder guten Fettsäuren reden, wie es heutzutage der Fall ist, sondern nur von schlechten und guten Fettsäurebalancen. Omega-3-Fettsäuren haben eher entzündungshemmende Eigenschaften, während Omega-6-Fettsäuren eher entzündungsfördernde Eigenschaften haben. Unser Körper benötigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Und ein Verhältnis von unter 5 Teile Omega-6 zu einem Teil Omega-3 ist gesundheitlich vorteilhaft. Therapeutisch wird oft von einem Verhältnis von unter 3:1 angestrebt. Warum ist das so wichtig? Seit der Steinzeit hat unsere Nahrung für ein Gleichgewicht zwischen den beiden Fettsäuren gesorgt. Unsere veränderten Ernährungsgewohnheiten seit den 60er Jahren, also Verzehr von industriell verarbeiteten Lebensmitteln, Masttierhaltung, vermehrter Einsatz von kostengünstigen Pflanzenölen etc., hat das Omega-6:3-Verhältnis stark in negativer Weise verändert. Und dieses beträgt heute in der durchschnittlichen Bevölkerung ca. 15:1. Das bedeutet, dass wir 15 mal mehr Omega-6 zu uns nehmen als Omega-3. Jugendliche unter 25 Jahren verzeichnen im Durchschnitt sogar einen Wert von 25:1. Und dies bei näherer Betrachtung auch nicht verwunderlich, denn bei der heutigen Jugend steht Fisch in der Regel eher selten auf dem Speiseplan. Währenddessen Fastfood, Fertiggerichte sowie süße und salzige Snacks hoch im Kurs stehen und die voll viel Omega-6 enthalten.
Besonders reich an Omega-6-Fettsäuren sind vor allem Fleisch aus Massentierhaltung, Wurstwaren sowie Fastfood und Fertiggerichte. Aber auch verarbeitete Milchprodukte wie eben Käse, Butter und Hühnereier weisen einen hohen Gehalt an Omega-6-Fettsäuren auf. Der Omega-6-Gehalt in tierischen Lebensmitteln lässt sich vor allem durch die vermehrte Nutzung von billigen Kraftfutter in der Massentierhaltung erklären. Angesichts des hohen Omega-6-Anteils in dem im Sojaschrott enthaltenen Sojaöl führt dieses Kraftfutter allein bereits zu einer großen Omega-6-Quelle in unserem Nahrungsalltag. Denn das Omega-6 gelangt über das Tierfutter in das Fleisch und somit auch in unsere Körper. Hinzu kommen Sonnenblumenöl, Sojaöl und Margarine, die in vielen industriell hergestellten Nahrungsmitteln verwendet werden und einen hohen Omega-6-Anteil haben. In vielen Haushalten werden diese Pflanzenöle zusätzlich beim Braten und Backen verwendet. Leider. Der Tagesbedarf an Omega-3 kann sowohl über die Nahrung als auch in Form eines natürlichen Nahrungsergänzungsmittels gedeckt werden. Um auf 2000 Milligramm Omega-3 am Tag zu kommen, müsste man jedoch täglich je nach Fischart 100 bis 3000 Gramm fettreichen Fisch verzehren. Unmöglich. Diese hohe Verzehrmenge fällt den meisten Menschen schwer und ist in Anbetracht der zunehmenden Schadstoffbelastung von Meeresfisch nicht mehr empfehlenswert. Eine gute Alternative ist daher die regelmäßige Einnahme eines qualitativ hochwertigen und sorgfältig von Schadstoffen gereinigten Omega-3-Präparats aus Fischöl oder eben Algenöl. Und ich? Ich nehme abends einen Löffel Algenöl, jeden Abend bevor ich ins Bett gehe. Und wie deckst du deinen Omega-3-Bedarf? Schreib mir doch gerne in den Kommentaren. Und wenn du etwas aus diesem Video gelernt hast, dann gib uns doch ein Like oder abonniere unseren Kanal.